Ach so, Barré-Griffe. So, ich gehe mal auf die Gitarre in Groß. Könnt ihr das am besten sehen? Wie lernt man Barré-Griffe, ohne dass es weh tut und dass man das überhaupt üben kann? Das ist ja so, wenn ihr einen Barré-Griff macht. Ich erkläre nochmal die Grundzüge oder so, die Grundmerkmale des Barré-Griffs an sich. Wenn ihr einen einfachen Griff habt, wie E-Dur, dann könnt ihr den auch hier immer weiter höher spielen. Das geht bei A-Moll auch wunderbar gut. Das geht bei E-Moll auch gut. Und ihr müsst natürlich dann hier den Nullbund, die meisten werden einen Sattel haben. Hier sieht man den kaum bei mir, weil der schwarz ist. Ich habe hier einen Nullbund an der Stelle. Das heißt, ein Bundstäbchen ist sozusagen hinter den Sattel gesetzt. Im Normalfall, sagen wir so, weil ich glaube, bei mindestens 90% der Gitarren gibt es den Nullbund nicht. Da ist direkt der Sattel angesetzt. Was aber nicht die Rolle jetzt spielt für die Erklärung, ihr müsst nur eben den Nullbund, so nennt man den, oder den Sattel, verschieben mit dem Griff entsprechend, wie ihr den verschiebt nach oben. Wenn ihr also hier ein E-Moll habt und ihr geht ein weiter mit dem E-Moll, dann müsst ihr den Bund auch verschieben. Und das macht man mit dem sogenannten Barré-Finger, ist eigentlich immer der Zeigefinger. So, und jetzt würde man aber auch, wenn man an E-Moll greift, nicht diese beiden Finger nehmen, die ich normalerweise nehmen würde, Mittel- und Ringfinger, sondern, weil es leichter ist, nehmen wir den als Abstandhalter für die Saite, die dazwischen liegt. Wir haben ja, für den Bund, der dazwischen liegt. Wir haben ja hier den ersten Bund, der liegt ja zwischen dem Nullbund und dem zweiten Bund. Also, erster Bund jetzt, gedrückt mit dem Barré-Finger, einen freigelassen. Und das ist der Platzhalter. Und dann haben wir den Ringfinger und den kleinen Finger eben für den Griff selber. Und dann klingt der Griff so, wenn man ihn greifen kann. Das kann man am Anfang normalerweise eben nicht. Und das ist das Problem. So, wie übt man das jetzt? Also ist jetzt egal, ob ihr E-Moll nimmt oder A-Moll oder E-Dur. Diese würde ich euch vorschlagen am Anfang, weil das die leichtesten Griffe sind. Ja, man kann später auch noch andere machen, aber man nimmt nicht jeden Griff. Zum Beispiel ein C könnte man ja auch verschieben als Barré-Griff. Dann würde der aber so aussehen. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt. Es gibt ganz selten Leute, die sowas greifen. Mache ich selber auch nicht. Ja, weil es einfach viel zu anstrengend ist. Und es gibt immer leichtere Lösungen. Deshalb die Griffe von A-Moll oder A-Dur auch. Die würde man noch umsetzen in Barré-Griffe und die E-Griffe auch. Das sind eigentlich die Hauptgriffe. So, wir nehmen jetzt mal ein. Ich nehme jetzt mal A-Moll. A-Moll verschiebe ich auf den zweiten Bund, heißt dann B-Moll. Und das ist auch mit direkt der häufigste Griff, meiner Meinung nach, der als Barré gegriffen wird. Weil viele Lieder haben ja eigentlich grundsätzlich einfache Griffe und dann kommt zwischendurch auf einmal ein Barré-Griff. Und das ist sehr oft B-Moll, weil das in der Tonlage, in der Tonart D-Dur und G-Dur sehr häufig einfach vorkommt, wenn Mollgriffe vorkommen. So, den übt ihr so. Ihr legt den Finger möglichst gerade drauf, aber ihr drückt nicht. Das heißt, wenn ihr jetzt spielt, klingt es nicht nach irgendeinem Ton, sondern nur nach einem Ratschen, also ein Geräusch. Wenn jetzt das bei euch klingt, habt ihr schon zu fest gedrückt. Mit anderen Worten, dieses Drauflegen kostet keine Kraft. Ja? Ihr legt den Finger möglichst gerade parallel zum Bundstäbchen. Kann man ungefähr sehen, so. Und dann legt ihr die Finger, also berührt die Saiten an den Stellen, sodass es ein A-Moll ergeben würde. Und immer noch wird nicht gedrückt. Und das ist das Entscheidende. Sobald ihr drückt, habt ihr schon einen Nachteil. Erstmal klingt es dann komisch, jetzt klingt es nach nichts, aber wenn ich ein oder zwei Finger davon drücken würde und den Rest nur locker lassen, es klingt nicht schön. Ja, deshalb lieber gar nicht drücken und dann übt ihr einfach mit drauf gucken. Also ich gucke jetzt auf die Hand drauf. Das ist ganz wichtig, dass ihr mal guckt, dass sich hier nichts verschiebt. Diese Finger, diese drei, die den A-Moll bilden, die müssen in diesem untersten, letzten Gelenk zur Fingerkuppe hin müsst ihr immer nach außen gebogen sein. Wenn ihr zum Beispiel den so habt, ich denke, das kann man ungefähr sehen, dass der gerade steht oder womöglich nach innen gewölbt ist.
Der auch vielleicht noch, dass das dann so aussieht, da kann man ungefähr erkennen. Das ist komplett falsch. Das darf gar nicht der Fall sein. Diese Wölbung nach außen muss da sein, egal wie stark. Manche können den viel stärker noch biegen, dann macht das ruhig. Weil es geht ja darum, dass die Finger immer möglichst senkrecht drauf sind. Weil wenn ihr das nicht macht, passiert Folgendes. Ich zeige euch das mal so hier. Dann könnt ihr es noch besser sehen. Wenn der Finger zum Beispiel nach unten gedrückt ist und der auch noch und der auch, dann berührt ihr mit dem Finger die untere Seite hier und dann habt ihr keinen klaren Ton mehr. Nachher, wenn ihr drückt, ihr drückt natürlich später schon. Und ich zeige euch auch, wie der Weg jetzt dahin ist. Jetzt habe ich im Moment nur die Finger drauf liegen, ganz locker. Dann macht ihr einen Rhythmus und zwar ganz einfach durch runterschlagen und hochschlagen. Und dann hört sich das so an. Wenn ich zählen würde, dann wäre das im Viervierteltakt zum Beispiel so. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4. Und diese Takteinteilung, die wir jetzt einfach mal so machen, die ermöglicht euch jetzt auch sinnvoll und gleichmäßig einmal drauf zu drücken. Und wir machen das logischerweise einfach mal immer bei der 1. Ich mache es mal langsam vor. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4. So, das bedeutet, ihr habt drei entspannte Schläge, wo ihr hier gar nicht drückt. Ein Schlag davon ist angespannt, weil ihr drückt. Aber das werdet ihr wahrscheinlich merken, das ist wesentlich leichter, als wenn ihr so spielt. Ihr versucht das zu drücken, schafft es vielleicht auch noch und dann merkt ihr auf einmal, wie alles sich verspannt, die ganze Muskulatur. Das ist am Anfang völlig normal. Und da geht es einfach nur darum, dass man immer in die Entspannung kommt. Immer wieder. Und ihr müsst immer drauf gucken, dass sich hier nichts verändert. Weil sonst, wenn ihr nicht drauf guckt, ihr könnt das vielleicht auch vom Spiegel machen, egal wie. Oder leicht hier über den Hals gucken. Ich gucke so schräg drauf. Das reicht eigentlich normalerweise. So. Und wenn ihr das könnt, dass ihr gleichmäßig spielen könnt. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Da wäre die nächste Möglichkeit, vielleicht auch ein bisschen langsamer, aber ihr geht immer einen Bund weiter. Ja, euch kann das im Moment egal sein, wie die Griffe dann heißen würden. Es geht nur darum, dass man die Barré-Griffe als solches greifen lernt. Ich mache es mal jetzt nach jedem Takt, gehe ich einen weiter. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Wäre eine Möglichkeit. Und wenn man es von einem zum nächsten geht, ist ja auch noch relativ einfach. Und mit anderen Worten, wenn das jetzt schwerer ist, einen zu überschlagen, dann wäre das der nächste Schritt, wenn ihr das schon könnt mit einem. Ja, wenn da noch irgendwelche Probleme sind, dann würde ich das noch gar nicht schwerer machen. Ein anderer Schritt, um das etwas schwerer zu machen, wäre zum Beispiel von A-Moll auf E-Moll zu springen. Dann wäre die Übung so. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja, und so kann man sich alles Mögliche ausdenken. Das kann man nachher auch kombinieren, dass man zum Beispiel sagt, von A-Moll auf E-Moll und dann ein weiter und dann wieder ein runter, dann ein weiter, ein höher. Ihr wisst schon, was ich meine, und ihr könnt euch da auch gerne ein eigenes System ausdenken, wie ihr das dann schwerer macht. Man könnte dann auch nachher statt bei 1 immer nur auch bei 1 und bei 3 spielen. Dann hört sich das so an. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E-Dur könnt ihr auch gut nehmen, ist auch ein schöner Griff dafür. Ja.
Das sind die leichtesten Griffe, diese drei. So, wenn noch Fragen sind, was auch wichtig dabei ist, bei den Barré-Geschichten, grundsätzlich, ihr braucht Geduld. Ja, auch mit dieser Methode. Ich würde euch vorschlagen, wenn ihr vorhabt, das schnell zu können, das kann man ja durchaus als Idee haben, das ist ja auch nicht verwerflich, aber macht es geschickt. Macht es so, dass ihr diese Übung, die ich euch gezeigt habe, die macht ihr vielleicht eine oder zwei Minuten lang. Danach spielt ihr eure Übung, eure Lieder, was ihr spielen wollt. Nach einer Viertelstunde macht ihr genau das Gleiche nochmal. Eine, zwei Minuten. Egal wie, vielleicht eine andere Art und Weise, was ich gerade gezeigt habe. Denkt euch vielleicht was Eigenes aus. Aber immer mit der Entspannung. Dann übt ihr wieder weiter und wenn ihr eine halbe Stunde geübt habt, dann habt ihr vielleicht am Anfang, in der Mitte und am Ende nochmal die Übungen, habt ihr die dreimal gemacht. Es gibt ja Leute, die üben sogar zweimal täglich. Das ist durchaus auch eine super Idee. Man muss ja nicht lange spielen, aber wenn man eine halbe Stunde irgendwie nachmittags spielt, abends nochmal und macht das nochmal, habt ihr sechsmal Barré-Übungen gemacht. Wenn ihr das eine Woche lang gemacht habt, ich glaube, da gibt es keinen Menschen, der die nicht könnte, ja. Außer ihr macht die falsch. Ja, wenn ihr nicht drauf guckt auf die Finger, dass die Wölbung stimmt, dass die Finger vielleicht nach innen gebogen sind und ihr das nicht verändert, dann funktioniert das logischerweise nicht. Ihr müsst die Regeln einhalten, weil das sind ganz normale technische Regeln, die braucht ihr beim Barré-Griff. Die sind auch eigentlich nicht schwer und man kann die auch nicht schnell, aber man lernt die. Und ihr müsst dann einfach dranbleiben, dann funktioniert das.